Okay, das ist unsere Maschine nach Frankfurt, die sogar schon Treibstoff jetzt, hat die schon was mitgenommen? Nee, hat sie noch nicht. Aber nächstes Mal, guckt mal, hier ist schon was drin. Seht ihr auch, hier sind zwei Flammen. Das ist alles für Frankfurt. Das muss natürlich auch erstmal wieder ein bisschen in Gang kommen. Und mit dem nächsten Geld, was wir jetzt machen, hole ich auf jeden Fall noch eine coole Passagiermaschine für die komplette Strecke Leipzig-Berlin, Frankfurt-Berlin. Ne? So, und im Anschluss würde ich dann die Tram erstmal ein bisschen ausbauen. Ich hoffe natürlich, wir machen jetzt noch genügend Geld. Aber ich meine, wir haben jetzt sehr, sehr viel ausgegeben. Ich bin eigentlich noch guter Dinge, dass wir gleich wieder gut im Plus sind. Kommst du noch mit? 195 ist mir jetzt eigentlich übelst easy passend, denke ich. Weil die Produktion schon krass ist, ne? Die Produktion ist bei 540 mittlerweile. Also ich war noch nie über 800 gewesen, aber ich bin guter Dinge, dass wir das in diesem Let's Play hier jetzt hinbekommen. Ich glaube, ich habe mir auch noch nie so viel Mühe gegeben. Ich hoffe, dass man das auch ein bisschen merkt, so. 600.000. Ja, guck mal, das Geld, das fließt doch jetzt wieder. Ich kann mir nur gut vorstellen, dass wir da bald noch mehr, sehr viel mehr Waggons dran haben müssen. Aber die Basis ist da, ne? Also die Lok, die packt, wie gesagt, noch sehr, sehr, sehr viel mehr dann. Bin ich guter Dinge. Also schafft sie definitiv. Irgendwie finde ich den Plan ganz cool, dass wir Frankfurt jetzt die alte Lok gegeben haben. Weil die ist trotzdem schön, die kann man noch gebrauchen und das passt erstmal so lange bis Frankfurt weiter, dass alles ein bisschen in Schwung gekommen ist. Finde ich das sehr, sehr gut eigentlich, die Idee. Ja, das hier muss ich dann bald auch nochmal schön machen. Wir haben sogar schon wieder 5 Millionen. Ich spare jetzt mal noch, bis ich wieder 10 Millionen habe und dann würde ich die Passagiermaschine dann ausbauen ordentlich. Da haben wir auch super viel neues Zeug bekommen. Dann mache ich das ja mal eben ein bisschen schöner, Leute. Will ich hier überhaupt mit, also die Flugzeuge werden langsam groß, ja? Ich muss doch jetzt langsam mal anfangen und mit, Flughafen bauen. Muss halt auch immer ein bisschen aufpassen, dass man die Bäume nicht zu nah ranbaut an die Gleise, weil sonst kann das ja schon auch ein bisschen komisch aussehen. Ich zumindest. Das ist gerade noch okay, glaube ich. Gerade so. So, ah, guck mal Leute, wir haben schon wieder 12 Millionen. Dann lasst jetzt mal die Passagiermaschine upgraden. Ich will jetzt mal ganz kurz gucken, würde es sich schon lohnen, neue Schiffe zu kaufen? Ah, da muss ich halt alles anpassen dann, ne? Aber guck mal, was hier alles ist, ey, das ist der Wahnsinn. Hier ist die Produktion. 35, jetzt auch hier auf 200. Also ich denke, spätestens so in 20 Minuten oder so. Würde sich das dann auf jeden Fall lohnen. Das ist so heftig, Leute, dass, wie viele Zahnräder hier jetzt ineinander greifen. Ich finde das großartig. Das hat irgendwie auch ein bisschen was Faszinierendes. Also, ich finde es schön. So, okay, 13 Millionen. Passagiermaschine jetzt kaufen. Wir machen erstmal die Linie jetzt ordentlich. Hier ist das: Berlin, Leipzig. Machen wir mal Berlin, LE, FR. So, Haltestellen hinzufügen. Berlin, Leipzig, Berlin. Wir machen dann auf jeden Fall später wieder mehr Teilstrecken, aber jetzt für den Anfang erstmal. So. Funktioniert leider nicht. Das kriegt man aber noch hin. Hier fehlt irgendwo, so, ganz easy, komm von hier. Und hier sehen wir auch, warum es nicht geht. Okay, Hochgeschwindigkeitsgleis würde ich gerne haben. So, jetzt irgendwie verbinden. Bis hierhin wäre ich gerne auf dem Gleis drauf.
Kriege ich das nicht irgendwie noch dran? Warte mal, gib mal bitte. Jetzt muss ich überlegen, mit welchem Gleis wollen wir denn... Wir wollen auf das ganz rechte Gleis, ne? Das sieht eigentlich schon gar nicht so schlecht aus. Sehr viel weiter werde ich jetzt auch nicht bekommen. Wir testen es mal. Ja. Kommen wir bis zur Straße. Okay. Noch ein bisschen. Krass, da habe ich hier vorhin irgendwas derbe verpeilt, ne? Ich dachte wahrscheinlich, dass das Gleis ist hier. Ich meine, theoretisch könnte ich so einfach hier mit verbinden, das wäre auch eine Variante. Wir machen jetzt einfach so. Das ist in Ordnung. So, bestätigen. Und schon haben wir hier eine blaue Linie. Sehr, sehr schön. Jetzt müssen wir nochmal gucken, ob sich das irgendwo überschneidet. Aber theoretisch nicht. Okay, sehr, sehr gut. Dann... schicken wir ganz schnell den Zug nach Hause hier. Den können wir eh nicht mehr gebrauchen. Unterwegs ins Depot. Züge kaufen. So, wie 120 schafft der Waggon. Okay. Aber wir brauchen dann unbedingt TGW oder so. Könnten auch sowas hier holen, aber das ist... ja, auch eine Variante. 140. 90. Dann lass mal die hier holen. Da habe ich Bock drauf. Die schafft zwar noch 120. Irgendwie habe ich da Bock drauf. Ist auch ein, glaube ich, so Modelleisenbahnmäßig so ein Zug, der gerne gesehen ist, glaube ich. Lass die mal holen. Dieselelektrische Lokomotive. Ja, braucht man keine Oberleitung. So, der Waggon. Mit den hier. So, ich würde sagen, wir machen mal für 120. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Können Sie das später immer noch dann ausweiten. Berlin, Leipzig, Frankfurt. Halt. Wer ist ins Depot unterwegs? Irgendwie vermisse ich ein bisschen das Tuck-Tuck-Tuck-Tuck-Tuck-Tuck-Tuck-Tuck. Oder Leute? Ja, die Sounds sind schon gut, ey. Allein wenn ich mir hier diese Waggons gebe, wie die klingen. Richtig cool. Ey, ich werde wegen dem Spiel echt noch zum Zugliebhaber, Leute. Das ist unglaublich, Mann. Hat irgendwie schon was Cooles. Zumindest wenn man das hier so irgendwie machen kann und spielen kann und sich anschauen kann und so. Bitte einsteigen! 20 Leute. Ja, die müssen wir jetzt mal gucken, ey, wie sich das entwickelt. Ah, guck mal hier! Zugfahrer hier. Also ich muss so sagen, der Bereich von Leipzig gefällt mir bisher wirklich deutlich am besten. Da habe ich mir auch am meisten Mühe gegeben. So, Leipzig wartet jetzt schon deutlich mehr. Gucken wir mal dann, wenn wir dann einmal in Frankfurt waren, wenn sich das jetzt einmal umgesprochen hat, dass jetzt eine Zugverbindung endlich da ist, dann müsste das eigentlich übelst explodieren, die Verbindung. Und wie gesagt, ich werde dann hier auch noch Straßenbahn und den ganzen Spaß machen. Ich glaube, wir müssen bald neue Schiffe kaufen. Guck mal da hinten, ey, es wird immer mehr, mehr, mehr. 76 Passagiere. Na, wer ist schneller? Ich glaube, die schafft ja nur 90, ne? Also müsste die ja eigentlich langsam die überholen. Wisst ihr, was ich mir mal ganz dringend angucken muss? Ich glaube, in Berlin fahren wir da nicht noch mit irgendwelchen motorisierten Kutschen oder so. Also die Leute, die da... Also die Busse, wisst ihr, was ich meine? Das sollte ich vielleicht mal modernisieren.
Berlin-Bus, ja, guck mal hier. Alter Schwede. 1961. Berlin. Kann aus Berlin dann sein, ich weiß es nicht. Oh, das geht ja gar nicht, das ist ja schrecklich. Und ich, ja, was heißt, ich wundere mich? Bisher habe ich mich ungewundert, dass so wenig Passagiere unterwegs sind im Bahnhof. Ich bin dafür, dass wir das mal austauschen. So, ich habe ja die ganze Zeit irgendwas anderes gemacht, ey. Also, wollte ich dir euch ja eigentlich nochmal zeigen. So, Berlin-Bus. Alle, ins Depot bitte. So, Straßenfahrzeuge kaufen. Nehmen wir erstmal die hier. Das kostet 30.000. Okay, 1, 2, 3, mal 4 Stück. Die mir zuweisen. Berlin-Bus. So, ab geht's. In Leipzig werde ich wahrscheinlich dann auch gleich mal kaufen. Ich meine, die waren ja schon scheiße, wo ich die gekauft habe, weil ich die euch ja nur zeigen wollte. Aber jetzt sind die, warte mal. 51 Jahre sind die schon in Betrieb. Schaffen jetzt auch noch 17 Kilometer pro Stunde und jetzt passen auch nur 5 Leute rein. Die halten den kompletten Verkehr in Berlin auf. Ich finde es so gut, Leute. Wie, es meckert jemand das Ding. Das ist mega lustig. Ich finde das super lustig, Leute. Hier, da ist jeder Trabant ist dagegen absolutes Naturwunder. Oder technisches Wunder, besser gesagt. So gut, ja, wir schicken die ja schon nach Hause. Ist ja alles cool, Leute. So gut, in Leipzig machen wir das gleiche auch mal. Ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm, die Situation, aber ey, in Leipzig müssen wir jetzt eigentlich erstmal Straßenbahn machen. Bam, bam. Das ist immer ein bisschen Fuselarbeit, ne? Dann würde ich sagen, dann machen wir hier Haltestellen hin. Dann hier bei der Kreuzung irgendwo. Und dann hier in die Industrie nochmal irgendwie, dass die dann noch zur Arbeit kommen, ne? Mit der Straßenbahn. Würde ich was sagen, hier irgendwie. So. Okay, und hier können sie dann wenden, wenn sie wollen. Das müsste eigentlich gut funktionieren. So, gut, dann Haltestellen. Hier hätte ich gerne irgendwo eine alte Stelle. So. Okay, das ist irgendwie in Ordnung. Ich glaube, damit kann ich leben. So, dann würde ich jetzt die ganzen Busse, den können wir eigentlich... Ich meine, der funktioniert eh nicht mehr so gut, oder? Ey, es ist so gut, Leute. Aber, weiß ich nicht, es läuft ja gut und so, ne? Es wird bestimmt jetzt wieder ein paar geben, die ganze Zeit so, biiim, du musst dich mal wieder austauschen, bla bla bla. Aber allein, dass man das mal demonstrieren kann, wie was das für Auswirkungen, ich find's lustig, ey, ich find's großartig. Und ich meine, es ist ein Passagier drin, so, ne? Was geht? Läuft. Okay, ja. Ich bin super unterhaltsam. Ich finde das aber super schön, dass man das äußerlich auch sieht und so weiter. Das war ja im Vorgänger nicht so gewesen. Das finde ich großartig. So, Straße, Leipzig-Bus. Wo ist denn Leipzig-Bus? Wird nicht angezeigt. Jetzt wird es angezeigt. So, Wieso zählt das als Tram? Das peile ich irgendwie nicht. So. Depot schicken bitte. Ach, großartig. So gut, ich mache mal eine neue Linie jetzt hier draus. Haltestelle hinzufügen. Bam. Hm.
Theoretisch, eigentlich würde es ja mehr Sinn machen, anstatt zwei verschiedene Linien zu machen, wie ich es in Frankfurt gemacht habe, wäre es vielleicht sogar noch besser, wenn ich das so hier mache jetzt. Seid ihr damit einverstanden? Eigentlich ist da so eine Straßenbahnlinie aufgebaut. Ne? Fährt los, hält da, wendet dann und dann wieder zurück sozusagen. Probieren wir es einfach mal aus, ob das besser funktioniert, als wie ich es in Frankfurt gemacht habe. Am Ende, wenn ich jetzt hier zwei Straßenbahnen hinsetze, dann kommt das wahrscheinlich genau das gleiche hinaus, aber so ist es einfacher, weil es nur eine Linie ist. Leipzig, Tram, 1. So gut, jetzt muss ich nur noch Depot bauen. Und ich muss wahrscheinlich noch elektrisch machen. Warte mal, ich habe ja schon, dass wieder so ein bisschen gerade ist. So. Hier ist es überall elektrisch, hier nicht. Oberleitung muss ich wieder machen, hm? Wir haben ja überall Oberleitung. Doch, weil diesmal haben wir das automatisch gleich mitgemacht, und dann sieht das gerade so aus. Wir werden ja sehen, ob es funktioniert oder nicht. Wir brauchen Oberleitung. Dran kaufen. Linie zuweisen, Leipzig dran. Nice. Bin ich jetzt mal sehr, sehr gespannt. Wartet mal. Linienbenutzung ist jetzt auf 0%. Ich glaube, vorhin war es bei 10% gewesen oder so. Bin ich mal sehr gespannt, wie hoch wir das jetzt bekommen. Dadurch. Ich beobachte das einfach mal. Ich glaube, ich muss hier irgendwo neue Signale setzen. Aber am besten fand ich die Busse in Berlin, die waren großartig. Super witzig, ey, ganz ehrlich. Richtig gut. 50 Jahre waren sie in Betrieb gewesen. Ich habe mich auch einfach sehr um Cargo gekümmert. Ich meine, finanziell läuft es ja super gerade. Weil ich mich sehr auf Cargo konzentriert habe, was an sich auch komplizierter ist, als irgendwie da passagiermäßig was aufzubauen. Es ist halt die Synergie aus beiden natürlich dann, ne? Aber das dürfte halt sehr schnell nach oben gehen, hoffe ich. Berlin macht irgendwann auch eine Straßenbahn. Die nur zum 13%. So. Ey, wie es aussieht, Leute, kommen vor allem die Linie nicht mehr mit, die Sachen rüber zu transportieren. Ich hole mal für die Linie ein neues Schiff. Kann man gleich mal das Gute hier holen, was wir neu dazu bekommen haben. Nämlich das hier. 250, ey. Aber es ist nur für Öl und so weiter. Kaufen. Linie zuweisen. Öl. Ah, so toll. Es sieht zumindest gerade so aus, dass diese Linie hier alles blockiert, weswegen, dass ich das nicht weiter entfalten kann. Dann muss ich wahrscheinlich auch wieder mehr LKWs dann holen danach. So. Ich bin mal gespannt, wenn wir die ersten 100 Passagiere auf einmal im Zug haben. Ich bin guter Dinge, dass das jetzt sehr, sehr schnell passieren wird. Du Scheiße, was geht denn hier ab? Oh nein, der benutzt nicht mehr die Linie. Okay, ich muss ganz dringend den Zug upgraden. Ganz dringend muss ich den Zug upgraden. Alter Schwede, damit rechnet doch keiner. Dass das so explodiert, hätte ich jetzt irgendwie nicht erwartet. Okay, dann wollte ich sagen, wir holen nochmal Waggons, so für 200 ungefähr. So, ab ins Depot. Alter Schwede, das ist heftig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, der bremst da nur. Okay, mehr geht das mal nicht.
freien Weg. Also hier fehlen Signale, das ist vor allem das Problem. Ich habe hier irgendwo Signale weggemacht. Und deswegen bleiben die ständig stehen und so. So. Warte mal, die Brücke wird ja eigentlich nur von dir benutzt, das ist ja kein Problem. Wie verlaufen denn die Linien? Du teilst... Wieso ist der schon wieder hier drüben? Weil er kommt ja nicht rüber. Ne? So einfach ist das wahrscheinlich. Okay, auf jeden Fall setze ich hier schon mal ein Signal. Dann kann der auf jeden Fall schon mal weiterfahren. Und hier muss ich irgendwo wieder eine Verbindung rüberbauen. Eigentlich solltest du hier nicht fahren, mein Kollege. Ne? Aber weißt du, was dann wieder passiert ist? Einfach so hier. Jetzt will er hier fahren. Ne? Das muss mal einer verstehen. Aber damit... kann nicht leben, solange ich das jetzt hier nicht irgendwo überschneide. So. Wahrscheinlich ist es deswegen auch ein bisschen eingebrochen, weil er ständig stehen bleiben musste. Alter, ist der Zug lang. Bleibt stehen. Das ist doch scheiße hier. Okay, aber du kannst theoretisch rüberfahren, das weißt du, ne? Du wartest aber noch, dass du Öl bekommst. Und das ist natürlich jetzt super behämmert. Moment, ich muss die Linie ganz schön überarbeiten. So, okay. Beweg dich mal weg hier. Gut, auf jeden Fall macht er wieder auf seine Linie rüber. Jetzt kannst du weiterfahren, kannst ausladen. Diesmal die Bahnhof ein bisschen länger machen. Das finde ich mal ein bisschen doof. So, aber wir haben 4 Millionen gemacht, oder 5 Millionen jetzt mit dem Öl. Und hier müsste die Produktion jetzt immens schnell wieder nach oben gehen. Ja, guck mal, die schon wieder bei 110. 112, 114 und so weiter. Das ist kein Problem. Das kriegt man gleich wieder jetzt in den Griff hier. So, und die LKWs haben auch sehr viel zu tun. Auf jeden Fall das eine Schiff hat schon mal gut was gebracht. Die bringen jetzt immer gut was rüber hier. Da müsste ich jetzt wahrscheinlich gleich wieder ein bisschen rumrechnen, ob wir mehr LKWs brauchen oder nicht. Und zieht euch mal rein, wie viele Leute gerade in Berlin stehen. 90? Man sieht aber, die 100 jetzt hier schaffen langsam mal. Würde mich freuen. Hat übelst was gebracht, die Autos auszutauschen. So, ich guck mal eben, wie jetzt in Leipzig die Liniennutzung ist. Das würde mich mal interessieren. Alter, wie viele an der Haltestelle hier stehen? Ich brauche mehr Straßenbahn, hm? Tram 1 warten die. Okay. Gerne. Tram kaufen. Ist eine Straßenbahn? Zwei noch dazu. Voll. Krass. Bevölkerung. Berlin ist die größte Stadt mittlerweile. 572. Leipzig 529. Krass, hier guck mal. Jerxheim. Also, mit denen haben wir noch gar nichts gemacht. 130 nur. Aber die dürfen sich jetzt relativ nochmal explosionsartig weiterentwickeln, bin ich eigentlich ganz guter Dinge. Die Stelle. Machen wir denn gut Geld jetzt mit den Bahnlinien? Das würde mich mal interessieren. Ja, vielleicht wird es noch, müssen wir mal gucken.
Auf jeden Fall müsste dementsprechend dann im Bahnhof immer viel mehr los sein. Würde ich zumindest hoffen. Was sind gerade unsere Eisenbahnen hier? 700.000 Ertrag momentan. 103 von 120 Passagieren. Wunderbar. Der Zug läuft jetzt auf jeden Fall. Eine Million. Nice. Ach schön, Leute. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Aber ich freue mich dann schon, wenn wir einen TGW holen können. Weil die Gleise haben wir schon. Der kann hier mit 200 lang sausen. Und noch schneller, wenn er will. So, eine große Baustelle ist jetzt natürlich noch hier dieser Cargo, diese Warenproduktion. Mit den Schiffen vor allem. Das sehe ich auch so. Da würde ich dann in Ruhe nochmal ein bisschen rumrechnen, dass ich das ein bisschen angepasst bekomme. So, der kommt jetzt auch wieder mit. Die Produktion müsste jetzt hier auch wieder etwas oben sein. Wunderbar, in 3 Monaten wird es vergrößert. Und wir sind jetzt auch schon wieder bei 10 Millionen Einnahmen. So, da steht jetzt eigentlich nichts mehr im Wege, denke ich, dann, dass wir einen Flughafen machen. Ich würde jetzt erstmal nochmal kurz Schluss machen. Würde wirklich für mich in Ruhe das jetzt ein bisschen pausieren. Vielleicht ein bisschen Detailarbeit machen mit Bäumen und so. Mehr aber auch nicht, also jetzt nichts bauen ohne euch. Und dann würde ich hier nochmal ganz kurz mir Gedanken über diese Strecke hier mit den Schiffen machen. Wie man das optimieren kann am besten. Und dann sehen wir uns sozusagen nächste Folge wieder, nachdem ich das gemacht habe. Dann optimieren wir das vielleicht noch ein bisschen zusammen schnell und dann mache ich aber dann Flughafen definitiv. Und irgendwie müssen wir diese Stadt noch anbinden. Muss mal gucken, wie wir die dann nennen wollen. Aber Frankfurt am Main sieht mittlerweile irgendwie deutlich besser aus hier, muss ich sagen. Ist auch schon größer geworden. Stehen auch einfach mal schon wieder. 90 Leute. Ja, so wird nicht mehr lange dauern, da werden wir wahrscheinlich die Strecke auch entweder größere Züge mit mehr Waggons oder wir machen einfach 2 Züge, ist auch eine Variante. Ach schön, 11 Millionen mittlerweile. Das läuft, da kann man sich nicht beschweren, wir gucken nochmal Bilanz gerade. Ja, das sieht gut aus. 64 haben wir 4 Millionen gemacht, 65 5 Millionen und 66, ja ist jetzt gerade ein bisschen Minus, das wird gleich ein Plus gehen, definitiv. Haben wir schon ein Plus wieder. Schön, 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 schön. So, okay Leute, war heute ein bisschen holpriger gewesen, die Session. Gerade wegen den Straßenbahnen und so, aber allein diese Autos, die da 50 Jahre alt waren und in Berlin rumgetuckert sind, waren es wert gewesen, glaube ich. Also ich fand es super witzig. Ich fand es gut auf jeden Fall. So. Wie gesagt, die Warenproduktion müssen wir auf jeden Fall noch ankurbeln. Würde es mich schon sehr, sehr freuen, wenn wir uns nächste Folge wiedersehen. Und ich denke, kommt tatsächlich dann definitiv Flugzeuge, Leute. Machen wir dann auf jeden Fall. Bis dahin, macht's gut, ne? Tschüssi! Ist das ein langer Zug? 14 Millionen.